Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir Cookies zubereiten, wie beim Subway. Genau, wir sind da ganz verrückt danach. Bei Subway gibt es ja verschiedene Cookies und wir lieben die mit Macadamia. Und diese werden wir jetzt hier zubereiten. Ich sag euch, die schmecken genauso wie dort. So lecker! Als erstes gebe ich 140 Gramm Zucker in den Mixtopf. Dann ein Esslöffel Ahornsirup. Nun kommt 100 Gramm Butter dazu. Ein Ei. So, jetzt wird das Ganze erst einmal verrührt. Und zwar bei 10 Sekunden Stufe 5. Da kommt schon ein Duft. Herrlich. Und 200 Gramm Mehl dazu. Einen halben Teelöffel Natron. Und einen halben Teelöffel Salz. Das Ganze wird jetzt noch einmal verrührt. Und zwar auch wieder 10 Sekunden Stufe 5. Nun kommen 130 Gramm weiße Schokolade zerhackt. Das habe ich jetzt im anderen Thermomix gemacht. Da müsst ihr aber aufpassen, allerhöchstens so 2 Sekunden Stufe 8 so in etwa. Aber ich schreibe alles nochmal unten in die Beschreibung hinein. Nun kommen noch 80 Gramm Macadamia-Nüsse dazu. Hier ist es jetzt so, die müssen auch zerhackt werden. Bevor ich das mache, wasche ich die nochmal unter fließendem Wasser ab, weil die sind nämlich gesalzen. Und die sollen eben ungesalzen sein. Und da ich die nicht im Geschäft ungesalzen bekommen habe, wasche ich die jetzt eben ab. So, ich zeige es euch gerade nochmal. Also ich habe es jetzt gerade unter fließendem Wasser abgewaschen, dann nochmal kurz trocken getupft und für solche Aktionen wie jetzt hier dieses Zerhacken etc. nehme ich immer gerne den TM31 und genau, und dann machen wir das nämlich jetzt gleich mal klein.
Genau, da gehe ich jetzt einfach mal so auf 2 Sekunden. Da die Macadamia-Nüsse ja schon eh relativ weich sind, machen wir jetzt erstmal Stufe 6. So, und dann gucken wir erstmal rein, wie es aussieht. Ja, wunderbar. Super. Genau. Und das nehmen wir jetzt. So, jetzt kommen die hier dazu. Jetzt wird das Ganze noch einmal verrührt. Und zwar bei 6 Sekunden Stufe 4. Wunderbar, sehr schön. Ja, das Ganze werden wir jetzt formen zu Cookies und dann kommt das in den Backofen. So, als erstes bestreue ich mal hier die Matte. Nun forme ich den Teig zu Cookies. Hol gerade mal das. So. Das legen wir dann einfach hier so schön drauf. Genau. Nicht so nah beieinander legen, weil die werden noch breit. Gehen jetzt für 15 Minuten bei 160 Grad in den Backofen. So, schaut. Oh, leckere Cookies. Die gehen nämlich ganz schön auseinander. Deswegen nicht so eng setzen. Aber es ist ja jetzt nicht schlimm. Gehe ich einfach mit dem Messer durch und ja. Und die genießen wir gleich, wenn sie abgekühlt sind. So, ihr Lieben, schaut. So sieht das Cookie aus. Und jetzt probieren wir. Schmeckt genauso gut, fast noch eine Spur besser wie beim Subway. Es ist halt selbst gemacht. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. So was Leckeres. Ein Träumchen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal kostenlos und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss!